Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das soll das zweite Craft Update zu der Bastelkategorie ATCs sein, und zwar die ATCs in Form von Pocket Lettern. Oder in dem Fall einem Pocket Letter. Den Pocket Letter, den ich noch bekomme, der ist jetzt, wo ich jetzt drehe, noch nicht da. Entweder ich schneide den hinten dran, setze auf meinen Palabra-Barber ein Bild, oder ich mache ein kleines Extra-Video. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist, wie ich mir das überlegt habe. Aber kommen wir zum springenden Punkt. Damit ich nicht wieder lange rede und gar keinen Sinn von mir gebe. Und zwar habe ich wieder bei Renis Bastel-K-Oase-Gruppe, Facebook-Gruppe mitgemacht. Und als zweites Thema war eben der Pocket Letter mit dem Unterthema Winter Wonderland. Und ich habe mich da mal versucht. Und zwar ist das jetzt das gute Stück. Keine Ahnung, ob das jetzt in, sag ich jetzt mal, richtig ist. Ja. Ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich muss auch muss noch dazu sagen, dass ich hier Reste verbastelt habe. Also das Papier ist komplett Restpapier, was noch übrig war. Ach ja. Ah, ich weiß, was ich mir vergessen habe hinzulegen. Naja, Wurst. Dann muss ich euch das eben so erklären. Ah, ihr Lieben, ich hatte nicht abgeklebt, musste ich hier noch mal ein bisschen rumschnippeln im Video. Ja, also wie gesagt, das ist das gute Stück von vorne, und das ist es von hinten. Total professionell jetzt auf die Schnelle mit Küchenkrepp abgedeckt. Oh Gott, bin ich krank. Ja, und das ist er von hinten. Keine Ahnung, ob das jetzt, wie gesagt, alles so toll ist und so stimmt und hin und her und überhaupt. Ich hoffe, die liebe Jasmin freut sich drüber, falls sie dieses Video sieht oder hat sich drüber gefreut. Oder ich habe schon eine Nachricht bekommen, wo das drinne steht. Ich werde es mitkriegen. Denn wie gesagt, das Video drehe ich natürlich vorneweg ab, lade es auch natürlich dann erst hoch, wenn die liebe Jasmin ihren Päckchen hat. Aber mir tut da gerade was weh, das nervt. Logischerweise, sonst sieht sie ja schon, was sie bekommt, und dann, ja, brauche ich das dann ja auch nicht als kleine Tauschüberraschungsaktion hier starten. So, Ende im Gelände mit der Laberparaberei. Jetzt zeige ich euch noch fix die Materialien, die ich benutzt habe. Ich fange mit dem Handwerksgedöns an. Eine Schere. Dann habe ich hier zwei Scheren liegen. Keine Ahnung. Dann eine Pinzette, ein Feinliner, ein schwarzer Flüssigkleber und die Klebemaus. Mehr habe ich dazu nicht verwendet an. Aber wirklich tut das jetzt hier weh. Aua. Ist nervhaft. Ja, habe ich dazu nicht benutzt, um mal meinen Satz zu Ende zu reden. Hilfe, es ist schon wieder Chaos. Dann habe ich ja wieder hier meine Kanten gebrusht, hier sogar in anderes Farbes. Und zwar habe ich dazu benutzt Abaddon Coral. Ich habe das richtig ausgesprochen. Und Peacock Feathers. Die beiden durften es sein.
Ich schmeiße mit Deckeln. Das finde ich ja toll. Oh, Leute. Warte, ich muss mal Pause machen. Hier tut mir gerade was tierisch weh. Moment. Entschuldigt. Ja, bin wieder da. Dann für weitere Dekorationsmittel, Zwecken etc. pp. Meine Wortfindungsstörungen sind schon wieder super. Meine Sätze funktionieren klasse. Bin begeistert von mir. Gab es mal ja beim Action, die waren so lang, die passen sonst bloß nicht in meine Aufräumschachtel, diese Mensch. Strassstein-Deko-Bändchen, Streifen. Na. Die habe ich benutzt. Dann die kürzlich erworbenen, hier habe ich auch hier. Ja, auch eine Katze hat ihren Weg hier reingefunden. Wunderbar. Das, ja, lässt sich halt leider nicht vermeiden, dass man irgendwie hier überall irgendwas hat. Ja. Diese Halbperlenstränge. Da waren die ja auch solche langen Streifen. Dann vom letzten Jahr gab es ja mal diese Holzteilchen in diesem kleinen Holzkistchen. Die habe ich ja alle drin. Die habe ich mit benutzt. Dann irgendein Washi-Tape aus irgendeiner Washi-Tape-Sammlung. Serisierende. Dann gab es ja dieses Jahr diese Flakes hier, Dekostreu, Gedöns, Gerassel, einmal die Schneeflocken in Weiß und einmal in Rosa. Dann, ja, haltet mich für krank. Strasssteinchen. Oh, es blinkert so schön. Ja, von den silbernen oder silberweißen brauche ich wirklich echt eine Menge. Und da habe ich mir jetzt einen Vorrat zugelegt. Und das reicht dann aber auch. Naja. Ja. Aber auch sieht man nicht schön. Und dieses Geräusch. Ja, bekloppt. Bastler-Idiotie halt, ne? Muss keiner verstehen. Außer wir Bastler. Dann, ich glaube, die gab es auch ja, dieses Jahr. Von den Sticky Notes, da habe ich ja hier einen ganzen Schwung reingeklebt und die Notizen da drauf geschrieben. Achso, ich kann euch ja wenigstens sagen, was hier habe ich einen Spruch drunter geschrieben, aber da steht halt der Name noch. Also, ich weiß gar nicht, komplette Name. Ach, naja, völlig Bums, was ich hier alles drauf gepinselt habe. Da habe ich draufstehen. Martin, jetzt muss ich mal selber nochmal gucken. Nur der Träumer beherrscht das Reich der Fantasie. Fand ich schön, den Spruch. Ja, von den Sticky Notes durften da ja ein paar mit reinhüpfen. Ja, die gab es letztes Jahr im Action. Und dann Papier habe ich benutzt von dem Block vom Weihnachtsblock von im letzten Jahr. Da ist hier. Und, also wie gesagt, es waren so Restestreifen und darauf von ein Stück von dem Christmas Block dieses Jahr. Von diesem Jahr. Meine Güte, hier ist was los. Nee, Leute. Völlig Bums. Naja. Habe ich noch was dazu zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Das ist mal ein kurzes Video. Jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich jetzt noch auf den Pocket Letter warte, bevor ich zusammenschnibbel und das hier hinten dran hänge oder da ein Foto dran schraub. Ihr werdet es mitkriegen. Doch, hi, ich setze doch gleich noch was dran. Und zwar habe ich das jetzt eingepackt im Pocket Letter. Da hier in diesen Umschlag wandert. Die anderen habe ich ganz normal in C6 Langumschläge gesteckt und habe hier noch aus den anderen Resten noch eine kleine Karte dazu gebastelt. So. Für euch nur ein Sekundensprung, für mich ein bisschen länger. Wir werden sehen. Ich denke mal, ich hänge den hinten dran. Ah, ich bin mir so uneins. Naja, gut.
Ich glaube, ihr seid nichts anderes von mir gewöhnt. Also bis denne, Henne. Zack, da bin ich wieder. Huhuhu. Für euch ja ganz schnell. Ich habe ein bisschen warten müssen, aber das war gar nicht schlimm. Denn ich habe auf was wirklich sehr Schönes gewartet. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Fangen wir an mit der Karte. Die ist wirklich übelst niedlich gemacht. Ist very simple, aber mit, ne? Wie soll ich sagen? Sagt aus, was es aussagen soll. Und ich finde es simpel, einfach niedlich und hier die kleinen Sachen drauf. Ich glaube, ich werde die nachbasteln. Tut mir leid. Ideen geklaut. Na? Jasmin. Weißt du Bescheid, muss ich nachbasteln. Tut mich, sorry. Ja. Auch sehr, 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 sehr liebe Worte drin. Sie bedankt sich für den Pocket Letter Tausch oder ja, Pocket Letter ETC Tausch. Das ist so süß. Du bist eine super sympathische Frau und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich hoffe, der Letter gefällt dir. Viele liebe Grüße, Jasmin. Habe ich jetzt einfach mal vorgelesen, dreist wie ich bin. Und zwar, ich glaube, am Anfang habe ich es gesagt, des Videos. Ich habe den Start schon vor ein paar Tagen gedreht. Wir tauschen derzeit in der Facebook-Gruppe Renis Bastelkaoase. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich ihren YouTube-Kanal und warum geht jetzt mein Licht hier aus? Was denn hier los? Nochmal an? Oder bist du jetzt kaputt? Licht. Hä? Hä? Licht put. Warum? Warum bist du kaputt? Kaputt gegangen. Moment. Das ist mir irgendwie zu dunkel hier so. Kaputt nicht, aber im Wackelkontakt? Mal gucken, was sie noch macht. Sehr eigenwillig. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das nicht vergesse, werde ich ihren YouTube-Kanal, ihre Facebook-Gruppe unten in der Box verlinken und noch jemanden dazu, denn die liebe Jasmin hat auch einen YouTube-Kanal und zwar Jassis Kreativchaos. Ich werde es versuchen, mich daran zu erinnern, dass ich nicht vergesse, die Links in die Infobox zu setzen. Wenn ich dies nicht tue, bitte schreibt in die Kommentare, dass ich das vergessen habe. Manchmal ist eben mein Kopf wie ein Riesensieb mit extra großen Löchern drin, noch zusätzlich zu den Sieblöchern. Also weiter geht's. Dann gab es ein kleines Goodie dazu. Sehr, sehr niedlich. Das ist sowas hier, nämlich auch eine kleine ETC-Card mit winterlichen Wünschen. Aus dem, ich denke mal, gleichen Papier wie. Sehr schön mit Action-Materialien. Sie hat ebenfalls den. Sorry, ich glaube, wir müssen so weiterarbeiten. ETC-Stempel von EFKO, wie ich benutze. Das ist cool. Ja, da macht es uns eben ziemlich leicht. Ja, also. Jetzt muss ich das jetzt mal echt hier. Naja, wartet, ich lasse es derweil erstmal hier liegen. Ey, das ist ja. Ich renne wieder rum wie Schlumbi aus Wald hier. Oh Mann. Das tut mir sorry. Aber ich liebe es, in meinen Wuschelklamotten hier rumzurennen und. Hallo! Lampe! Jetzt geht's mal wieder. Mal gucken, für wie lange. Ich habe Bedenken. Was ist los? So, aber jetzt habe ich schon wieder 4,5 Minuten sinnlos dämlich rumgequatscht. Kommen wir doch mal zu dem Pocket Letter. Hier kommt der schon reingewandert. Guck mal. Thema war genau, sie hat es drauf geschrieben. Münte Wonderland. Entschuldigt. Oje, das auch noch. Es läuft heute super mit mir. Wieder, wie immer. Münte Wonderland. Ist er nicht super gute Laune mäßig?
mit dem Schneemann und mit dem Brief, der zum Nordpol geht, zum Haus da, dann mit den warmen Winterwishes. Dann macht der Sender die Geschenke und dann ist Weihnachten und dann gibt's Schneemänner und der Rudolf, der bringt mit dem Weihnachtsmann alles hier breit und also es steckt ein Plan hinter diesem Pocket Letter, der ist süß, macht gute Laune, wenn ich da drauf schaue und ich bedanke mich, liebe Jasmin, ganz doll. Aber das habe ich dir ja schon geschrieben und habe euch hiermit diesen wunderbaren, wundersüßen Pocket Letter gezeigt. Genau. Schon wieder, was los hier? Mann, so kann ich nicht arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten hier. Naja, Leute. Ist ja noch ausartet oder das demnächst noch öfters passiert. Ich weiß nicht, was hier los ist. Krass. Sieh zu, dass du ganz wirst, du blöde Lampe. Bing, 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 bing. Die zuckt. Die hat nur noch Zuckung. Habt ihr gesehen? Zack. Ich habe keine Ahnung. Gut, mehr ich jetzt mal. Kurz, schnell noch. Also, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.